Das häufigste tierische Produkt, das Menschen in der westlichen Welt so konsumieren, ist allgemein Milch oder Milchprodukte. Doch ist Milch wirklich gesund für den Menschen oder stärkt es auch unsere Knochen oder übersäuert eventuell unseren Körper und fördert damit den Knochenabbau? Und dann gibt es noch das Krebsrisiko. Wie viel Milch ist verträglich vor allen Dingen, ja, oder am besten ganz sein lassen? Also es ist wirklich interessant, was ich gleich aufdecken werde bezogen auf Milch. Hätte ich so aber auch nicht gedacht, muss ich sagen. Grundsätzlich kann man sagen, dass Milch absolut kein Grundnahrungsmittel ist für erwachsene Menschen. Und das aus zwei Gründen. Entgegen der Meinung des Staates, der Milchprodukte subventionieren muss, ja, da sie sich sonst nicht mehr lohnen würden zu produzieren. Es gibt keinen Nährstoff oder bestimmte Nährstoffkombinationen in Milch, die man so auch nicht aus anderen Lebensmitteln extrahieren könnte. Abgesehen von der Muttermilch, welche sich aber erheblich von der Milch einer anderen Spezies unterscheidet, wie zum Beispiel einer Kuh. Alleine schon wegen des Kolostrumgehalts, ja, und Kühe nun mal ein komplett anderes Nährstoffprofil aufnehmen auch über die Nahrung, ja, und vor allen Dingen auch brauchen, ja, da sie ja Wiederkäuer sind. Das sind wir alles nicht. Zweitens können wir von der Evolution her keine Milch nach dem Abstellen ja mehr spalten. Ja, wir sind also eigentlich alle laktoseintolerant. Die Hungersnöte, die Menschen erleiden mussten, machten Menschen erfinderisch. So tranken sie von einer anderen Spezies aus der Brust, um zu überleben. Durch eine Mutation, ja, dass sie plötzlich doch Laktose, den Milchzucker aus der Milch, spalten konnten, hatten diese bestimmten Menschen einen Selektionsvorteil, da sie ein Nahrungsmittel mehr hatten. Demnach haben sich diese Menschen besser vermehren können und so sind wir Abkömmlinge dieser Menschen, die den Selektionsvorteil hatten. Heute bräuchten wir keine Milchprodukte, da den allermeisten von uns ja eine Fülle von Lebensmitteln zur Verfügung stehen. Der Trend hat sich aber so aufrechterhalten. Kein Lebensmittel ist schädlich, sondern immer die Dosis macht natürlich das Gift. Ja, den Spruch kennen wir ja. Doch wie sieht das Ganze überhaupt bei Milch aus? Zunächst schauen wir uns an, ist an dem Mythos etwas dran, dass Milch wirklich unsere Knochen stärkt, da, ja, wie wir wissen, beinhaltet Milch ja ca. 250 Milligramm Kalzium, etwas weniger, und diese ja wichtig sind für unsere Knochen. Ein Mann benötigt ca. 1500 Milligramm Kalzium am Tag. Nun, da fängt der Hamster leider schon an zu humpeln. Milch hat keinen direkten Einfluss auf unsere Knochen, so wie Kalzium es ebenfalls nicht hat. Aber unser Knochen besteht halt nun mal aus Kalzium, oder? Ja, richtig, ja. Doch es spielt keine Rolle, wie viel du konsumierst, sondern wie viel du absorbierst. Und das steuert nun mal das Vitamin D bei uns im Körper und nicht das Kalzium oder die Milch oder der Papst. Machen wir ein einfaches Rechenbeispiel. Wenn du mit Milch deinen Kalziumbedarf decken möchtest, dann rechnen die großartigen Ernährungsgesellschaften in Deutschland es so. 250 Milligramm Kalzium haben 100 Milliliter Milch, ja, für 1500 Milligramm Kalzium benötigst du circa also 600 Milliliter Milch, sagen wir mal. Studien zeigen, dass du im Worst Case nur 10% Kalzium aufnimmst, wenn dein Vitamin D-Spiegel nicht suffizient hoch ist, maximal dann 15%. Na gut. Daher, man benötigt bis zu 6 Liter Milch in einem Vitamin-D-Mangel, um seinen Kalziumbedarf so gerade eben zu decken. Es befinden sich immer noch, ja, der absolute Großteil unserer Gesellschaft in einem Vitamin-D-Mangel. Da spielt es schlichtweg keine Rolle, was sie essen, wenn sie diesen nicht beseitigen. Ich packe euch mal vernünftiges, unabhängig laborgeprüftes Vitamin D3 und K2 in die Videobeschreibung, denn das ist sehr, sehr wichtig, dass der Vitamin-D-Wert unabhängig im Labor bestimmt wird. Worden ist und das hochgeladen worden ist, vor allem auf der Homepage. Da es immer wieder in der Vergangenheit zu Nierenversagen kam, da einige Produkte falsch produziert wurden und deutlich zu hoch dosiert waren, ja, geht da keine Kompromisse ein. Wirklich, geht da keine Kompromisse ein. Das meine ich wirklich sehr, sehr ernst. Und nimmt Magnesium dazu, ist ganz, ganz wichtig. Die bioverfügbarste Form habe ich unten ebenfalls mal verlinkt. Habe ich ebenfalls auch in einem Video hier vor kurzem auch mal kausal dargestellt und belegt in Studien. Denn du brauchst Magnesium, damit aus dem Vitamin D das Hormon Vitamin D3 werden kann. Und das reguliert dann dementsprechend auch erst den Kalziumhaushalt bei uns in den Darmzellen, in den Enterozyten. Gut, jetzt ist es aber so, ja, natürlich interessant wäre zu klären, was würde denn passieren, wenn wir denn so große Milchmengen zu uns nehmen würden, ist es gut für unsere Knochen? In dieser Meta-Analyse aus 15 Studien wurden die Daten zusammengefasst. Die Studien kamen zu dem Ergebnis, dass ein erhöhter Verzehr von Milch und Milchprodukten nicht mit einem geringeren Risiko für Osteoporose und Hüftfrakturen verbunden war.
Da habe ich eine Lösung. Trinken wir doch einfach mal noch mehr. Denn viel hilft viel, oder nicht? Weil dann genug Kalzium ja aufgenommen wird, unabhängig von meinem Vitamin-D-Spiegel. Das haben wir doch gerade auch alle oben alles zusammen errechnet, ja? Auch darauf finden wir eine Antwort in dieser Studie. Wir sehen, steigt das Risiko nach einer Portion Milch, also 250 Milliliter, wieder und weiter. Also je mehr wir konsumieren, das heißt, mehr ist hier sicher nicht besser, sondern eher weniger. Ja? Ich wiederhole, mehr Milch führte, hier sehen wir den Graphen, zu mehr Kalzium, ja, aber auch gleichzeitig zu mehr Osteoporose-Risiko. Ja? Das gleiche Bild sehen wir hier auch. Ja? Je mehr Milch, ab 250 Milliliter circa, desto mehr steigt das Risiko, proportional eine Knochenfraktur zu erleiden durch den Milchkonsum. Das sehen wir hier und das ist ziemlich erheblich vor allem auch dargestellt. Eine bekannte Theorie ist ja jene, dass Menschen sagen, dass Milch so sauer verstoffwechselt wird, dass Milch Kalzium aus dem Knochen löst, damit das Kalzium aus den Knochen diese überschüssige Säure neutralisiert. Dabei baut der Knochen sich ja dann dementsprechend auch ab. Dafür gibt es bis heute keine richtigen kausalen Belege, ja. Ich versuche das mal aber so gut es geht zu quantifizieren für euch. Und vor allen Dingen gegen Ende des Videos wird es dann nochmal richtig spannend, also richtig rund. Und das wirft dann nochmal ein ganz anderes Licht auf die ganze Geschichte. Ich möchte euch mal hier kurz was zeigen, Vergleich zu Soja. Die Publikation heißt Milch und Säure-Base, Gleichgewicht, ja, vorgeschlagene Hypothese versus wissenschaftliche Beweise. Das klingt doch mal wirklich kernig. Man sieht hier, dass die Säureausscheidung durch Coca-Cola oder auch Wasser höher ist als durch Milch, ja, ist vielleicht jetzt etwas schwer greifbar. Daher der Vergleich zu Soja. Man sieht hier keinen signifikanten Unterschied bei der Säureausscheidung über den Urin bei Milch oder bei Soja. Grundsätzlich ist es aber möglich, diese Säureausscheidung zu verändern. Das sehen wir hier durch eine basische Ernährung bzw. die Einnahme von Bicarbonat. Ein Stoffwechselendprodukt, ja, von besonders grünen Pflanzen vor allen Dingen. Ja. Wenn man ebenfalls sieht, ja, dass dies aber nur sehr, sehr geringe Unterschiede macht im Blut zum Beispiel, ja, genau genommen um 0,007 pH-Wertänderungen, da der Körper diese ja streng kontrolliert. Das Blut kann nie ein Marker sein für Säure oder beziehungsweise Basen, da der Blut-pH-Wert immer stabil ist. Doch ist der Urin auch so ein guter Marker für die Säurebildung? Fragezeichen. Ich zeige euch mal was sehr, sehr Interessantes. Interessant wäre doch zu wissen, wie verhält sich denn Soja auf unsere Knochen, wenn es anscheinend gleich sauer oder basisch scheint für unseren Körper. Dazu gibt es eine interessante Studie mit Frauen in den Wechseljahren, 450 an der Zahl. Man sieht hier eindeutig, dass in der vierten Gruppe, das heißt die, die am meisten Soja zu sich nahm, auch die höchste Knochendichten gemessen worden sind. Am Hüftgelenk und am Oberschenkel und so weiter. Teilweise statistisch signifikant. Eine größere Meta-Analyse nur aus randomisierten Studien, also mehr geht quasi nicht, kam zu folgendem Ergebnis. Das ist jetzt die zweite Studie. Die Soja-Isoflavon-Einnahme, das heißt die sekundäre Pflanzenstoffe aus dem Soja, vermindert signifikant den Knochenverlust der Wirbelsäule bei Frauen in den Wechseljahren. Diese positiven Effekte werden deutlicher, wenn mehr als 90 Milligramm pro Tag Soja-Isoflavone konsumiert werden. Und eine sechsmonatige Einnahme von Soja-Isoflavonen kann ausreichen, um bei Frauen in den Wechseljahren positive Auswirkungen auf die Knochen zu erzielen. Und das zeigt sich auch in einer letzten verfügbaren Meta-Analyse zur Knochengesundheit und Sojakonsum. Hier die dritte. Die Ergebnisse dieser Meta-Analysen zeigen, dass der Konsum von Soja-Isoflavon die Knochenmineralisierungsdichte bei normalgewichtigen Menschen verbessert und die Knochenresorption bei übergewichtigen, fettleibigen Personen vermindert. Ja, das alles konnte die Studie ja mit Milch ja dementsprechend nicht leisten, wie wir gerade gesehen haben. Machen wir mal ein Zwischenfazit. Grundsätzlich haben wir gelernt, dass Soja und Milch beide gleich sauer oder basisch, wie man will, vom Körper verstoffwechselt werden, wenn der pH-Wert im Urin hier der Marker sein soll. Bisher gibt es keine außerordentlichen Gründe oder Studien, Milch für den Knochenaufbau zu konsumieren. Ja, da zum Beispiel Soja ja überlegen schien, ja. Also ganz im Gegenteil, genau genommen, scheint es deutlich bessere Ergebnisse zu liefern, ja, in großen Meta-Analysen, ja, bezogen auf die Knochendichte. Die Erklärung liegt wahrscheinlich in dem tierischen Protein oder dem pflanzlichen Protein. Also doch die Säure? Fragezeichen? Ja, also spielt hier doch die Säure eine Rolle im Körper, ja. Nur wird diese nicht erkennbar über den Urin. Ja, schauen wir mal. Denn
Wie wir wissen, fördern Methionin und Cystein ohne Ballaststoffe, wie sie in tierischen Produkten ja dann dementsprechend vorkommen, ja, die beiden Aminosäuren, die vermehrt in tierischen Produkten ja vorkommen, die Säurebildung durch Oxidation von Schwefelverbindungen im Körper. Demnach ist das Krebsthema doch nicht weit, oder? Wenn man von Übersäuerung und Protein spricht, ja, wie sieht die Datenlage bei Milch denn dort aus? In einer Meta-Analyse aus 11 Studien mit knapp 780.000 Probanden kam es zu folgenden Ergebnissen. Es kam zu keinem signifikanten Anstieg von Krebs durch Milch. Nur bei Vollmilch stieg das Risiko signifikant bezogen auf das Prostatakrebsrisiko. Ich möchte euch aber mal die Ergebnisse genauer zeigen, denn die Zusammenfassung trifft nicht auf das zu, was eigentlich die Studie zeigt. Ja, vermutlich war hier Lobbyarbeit ganz groß am Werk. Die Angaben sind immer in Portionen angegeben, also eine Portion 250 Gramm oder Milliliter Milch. Ja. Wir sehen hier, dass das Krebsrisiko sinkt durch eine Viertelportion. Das sind 60 Milliliter, also echt winzig. Ja? Bei einer halben Portion Milch, also 120 Milliliter, steigt das Krebsrisiko aber schon wieder leicht. Und bei bereits einer Portion, also einer Portion, ja, wirklich, also 250 Milliliter, ja, kann man schon mit einem erhöhten Krebsrisiko rechnen. Ja? Das heißt, wenn man mehr als 250 Milliliter am Tag zu sich nimmt, ja, da es schon hier über 1 liegt, ja, hier sehen wir einmal die Linie. Alles über 1 ist immer erhöhtes Risiko, alles unter 1 ist immer verringertes Risiko, ja. Ich weiß nicht, wie die Wissenschaftler hier zu diesen Ergebnissen kommen, aber das ist doch schwarz auf weiß. Das kann man begradigt darstellen. Dann sieht das Ganze so aus in diesem Graph, ja. Je mehr Milch, ja, desto höher das Krebsrisiko, ja. Dies gilt aber auch für gesättigte Fette und tierischen Protein, ja. Sehen wir hier zum Beispiel den Käse und Butter, ja, liegen ebenfalls sehr gut im Trend, ja, bezogen auf das Krebsrisiko bei höherer Einnahme davon, ja. Was aber verblüffend ist, dass Joghurt ja eben nicht diesen Trend zeigt. Ja? Man zeigt hier ganz, ganz klar, dass Joghurt das Krebsrisiko senkt. Und sogar je mehr du davon isst, senkt es quasi immer weiter. Zwar leicht, aber das ist jetzt nun mal Fakt so. Das wurde ebenfalls in der Konklusion der Studie nicht betitelt. Finde ich sehr, sehr wichtigen Fakt. Ja? Daher kann man Milchprodukte nicht über einen Kamm scheren, ganz klar, muss man ja auch sagen. Halt, ja? So. Finde ich auch ganz, ganz wichtig. Wie sieht das Ganze denn bei Soja aus? Denn wenn man der vorherigen Meta-Analyse Glauben schenken darf, dann müsste das pflanzliche Protein das Krebsrisiko ja senken. Auch dazu gibt es eine Studie im höchsten und besten Format, also eine Meta-Analyse aus randomisierten Menschenstudien. Ausgehend von unserer Übersichtsarbeit war der Verzehr von Soja und Isoflavonen für eine Reihe von Gesundheitsereignissen eher nützlich als schädlich. Nützliche Assoziationen wurden für Krebserkrankungen festgestellt. Tja, kommen wir mal zum finalen Fazit. Ja. Der Knochenstoffwechsel wird durch nicht so stark beeinflusst wie durch den Vitamin-D-Spiegel, da bei einem Mangel nur ca. 10% des Kalziums überhaupt erst aufgenommen werden. Es gibt Studien, die zeigen zwar positive Effekte durch Milch, davon gibt es auch wenige, ja, aber ganz wichtig, ja, diese sind nicht sehr eindeutig, ja, weil es auch ganz klare Studien gibt, die ganz klar das Gegenteil zeigen. Soja zeigt hingegen in Meta-Analysen deutlich bessere Wirkung auf die Knochengesundheit. Das Krebsrisiko steigt durch den Milchkonsum an, aber erst bei größeren Mengen. Das hängt höchstwahrscheinlich mit dem tierischen Protein zusammen, welches mehr schwefelhaltige Aminosäuren beinhaltet, welche zu Säure im Körper führen kann, vor allem ohne Ballaststoffe, ganz wichtig, ja, weil dann wird die Konzentration natürlich sehr, sehr schnell im Blut erreicht, halt, ja, weil die Aufnahme deutlich schneller passiert ohne Ballaststoffe. Im Gegensatz dazu zeigte Soja eher positive Effekte auf das Krebsrisiko. Daher gibt es für mich keinen plausiblen Grund, wieso man unbedingt Milchprodukte konsumieren sollte für seine Gesundheit oder für seine Knochendichte. Außer Joghurt, ja, dieser zeigt jetzt grundsätzlich positive Eigenschaften, unabhängig von der Menge. Wenn ihr wirklich gute Dinge für eure Gesundheit noch sucht, dann schaut unbedingt mal in die Videobeschreibung rein. Da habe ich absolut nur das Beste für euch, ja. Ganz wichtig, da mal reinschauen und danke für eure Unterstützung und bis zum nächsten Video. Patrick sagt ciao.